Einen wunderschönen guten Servus wünsche ich euch allen zusammen. Ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Walross Editionen Dom. Merkt man an meiner Stimmlage, dass ich während dieser Begrüßung gerade realisiert habe, was genau ich jetzt eigentlich aufnehme und dass ich gar keinen Bock habe, weil es wieder die paar Gehirnzellen, die ich habe, komplett überlastet. Ja, ich habe hier gerade die ersten drei Zeilen gelesen. Kann ich wieder gehen? Nein. Scheiße. Kapitel 4. Die Hydropi-Bruderfamilie. Spiffirecknerm. Gut. Darf ich jetzt wieder gehen? Wisst ihr es jetzt, was mein Problem ist? Was ist das? Falls ihr euch fragt, was der Titel dieses Videos zu bedeuten hat, ich weiß es auch nicht. Es wird einfach nur dieser Satz sein, wenn nicht was komplett Krankes vorkommt noch. Alles um mich herum war dunkel. Ich öffnete meine Augen. Ich war in einer Höhle. Nur. Der Sturm begann von einem Felsen, dessen Wasser aus einem Brunnen floss. Außer dem kleinen Kopfsteinpflaster an der Seite des Felsens, der trockenen Kumquat, was wir dieses Projekt noch gar nicht hatten, anders als beim Vorgänger. Google Time! Das ist eine Zwergorange. Was? Der trockenen Kumquat, die ich auf mir trug. Und dem Spiel, das sofort vorbeiging, als die Sonne schien, gab es hier nichts. Und jetzt will ich sehen, wie irgendjemand diesen Raum zeichnet. Ich lese noch einmal vor. Außer dem kleinen Kopfsteinpflaster an der Seite des Felsens, der trockenen Kumquat, die ich auf mir trug, und dem Spiel, das sofort vorbeiging, als die Sonne schien, gab es hier nichts. Viel Spaß beim Zeichnen. Neben dem Durchgang eines dunklen Durchgangs. Zuerst war ich eine sehr bewusste Nacht, also wurde ich gerettet. Und wo ich war. Wir sind jetzt gerade in Zeile 6. Wir haben zwei Seiten mehr haben wir vor uns. Und ich will nicht mehr. Ich war besorgt über die Situation anderer, aber ich fühlte mich ein wenig überwältigt, dass sie immer noch gezwungen waren zu leben. Wenn ich überlebt hätte, hätten sie es später gekauft. Ich wusste nicht, wo sie waren oder dass ich recht hatte, aber der einzige Weg, um Antworten zu erhalten, die Suche war. Ich kann nicht lesen, aber ich wusste, dass der einzige Weg, um Antworten zu erhalten, die Suche war. Sie musste die Höhle verlassen. In diesem Alter ging ich durch diesen Tunnel. Es gibt kein Licht, keine Barriere, nichts. Ich wollte sowieso nicht aufgeben. Ich ging weiter. Mit jedem Tag wurde es heißer und heißer. Ich glaube, so lange ist Hydropi doch nicht da lang gelaufen. Als es richtig heiß wurde, war es noch leichter. Langsam wurde mir klar, was um mich herum geschah. Obwohl es so heiß war, ging ich für die Fahrradanweisungen. Ich war erst 3 Jahre alt, was es passierte. Meine Verwandten und ich mussten unser ursprüngliches Land, Marschland, verlassen, um uns einer damals beliebten Rettungsgruppe anzuschließen. Denn wie wir alle wissen, ein wahres Retterteam scheitert immer. Vor einigen Monaten war dies für diesen Monat nicht möglich. Wir alle dort haben unseren Erfolg erreicht und gewonnen. Ich wurde von meinen Eltern trainiert, damit ich noch kämpfen konnte. Ich bin früh aufgewacht.
Aber in der Nacht, in der ich mich befand, stand mein Leben auf dem Kopf. Wat? Also ja, da steht wat oder so ähnlich. Sehr gut, das gibt es anscheinend nicht. Nein, da zeigt es mir Avatar. A-E-W-A-T wird's geschrieben. Ewad kam heraus und gab mir eine Panik. Pokémon ging überall hin und seine Stimme war laut. Ich weiß nicht mehr, wo meine Eltern waren. Es hat lange gedauert, bis das Management des Rettungsteams etwas dagegen unternommen hatte. Glücklicherweise wurden die meisten Pokémon im Laufe der Zeit gerettet. Aber 7 haben das nicht getan. 2 von ihnen waren meine Eltern. Am Wochenende der nächsten Woche wurde das Retterteam vollständig aufgelöst und ich erlaube keine Verstecke mehr. Ich wusste nicht, wie ich erfolgreich sein sollte. Ich war so jung, dass ich einen Weg gefunden habe. Aber ich war nicht allein. Bisher gab es 2 Pokémon im Rettungsteam, was für meine Eltern ein gutes Feuer gewesen wäre. Okay! Okay! Sie wollten fliehen und in ein Gebiet gehen, in dem eine großartige Erfahrung meiner Freunde passiert. Sie boten an, mich mit ihnen gehen zu lassen. Natürlich habe ich mich sehr gefreut und das Angebot angenommen. Ich habe besonders lange mit ihnen gelebt. Nee. Ich habe besonders lange in ihnen gelebt! Normalerweise, wenn ich etwas falsch vorlese, ist es danach bescheuerter als ohnehin schon, aber... Nein! Nach einer Weile hatte ich das Gefühl, ich sollte auch einen Teil ihrer Verwandten haben. Ich habe viele schöne Erinnerungen mit den beiden geteilt, aber auch wenn mein Leben einen positiven Schritt gemacht hätte, wäre es nicht besser gewesen. Ich war mit meinen Geschwistern und Eltern in Silberdorf. Habe dort aber keinen einfachen Freund gefunden. Es gab niemanden, den ich normalerweise sah. Für sie war ich nur adoptiert oder die Elternlosen. Alles klar, Hydropie ist eine Mehrzahl. Natürlich machten meine brüderlichen Eltern... Okay! Hör ich da was von Saarland-Action raus? Meine brüderlichen Eltern, was? Mich auch darauf aufmerksam, wie mitfühlend ich zu jener Zeit war. Sie versuchten mich auf diese Weise zu unterstützen, sodass ich gleichzeitig keine Freunde sah, wenn sie sich von mir fernhielten. Eines Tages sagten sie mir beide, dass ich meinen Bruder besuchen würde. Ah ja, ich war sehr glücklich mit all den anderen, aber es endete, als sie geboren wurde. Jedes Mal, wenn ich meinen Bruder sah, wie meine Eltern es nannten, fühlte ich mich, als wäre ich nur 5/5 des Familienoberhaupts. Das klang gerade wie so ein richtiger Monte auf Koks, die Lache. Was? Ich fühlte mich, als wäre ich nur 5/5 des Familienoberhauptes. Ich glaube, Hydropia hat sich da ganz schön was eingebildet. Was ist denn diese Folge? Ich fing an, mich so zu sehen, wie es in der Vergangenheit war. Ich war nicht Teil dieser Verwandten. Es war mir fremd, eine andere Stimmung für sie zu haben. Zu der Zeit wusste ich nicht, was die dumme Sache an mir war. Ich war erst 6 Jahre alt. Aber da mein Bruder diese Vision immer niederlegte, begann er sie in dem Licht zu sehen, das ich ihm zeigte. Nur mit ihm. Asawa, der in seinem Leben ist, tut dies trotz alledem nicht. Und so begann der ewige Streit zwischen mir und Bulbasaur. Wir sind jetzt etwa halb fertig, zumindest etwas. Ich bin nämlich jetzt schon ganz weit raus. Aber ich glaube... Ihr habt das Glück, dass der Titel des Videos doch nicht Spifireknerm ist, sondern wahrscheinlich sowas wie Hydropis Eltern sind Geschwister.
ist denn los heute? Jede Folge denke ich, es wird nicht mehr schlimmer und es wird jedes Mal schlimmer. Auf diese Weise vergingen die Jahre und Bulbas und ich verstanden uns und wurden besser. Unsere Eltern waren früher arm und wussten nicht, was sie mit uns anfangen sollten. Okay. Für mich war ich größtenteils von dem Tag und Bulbasaur sofort abgelenkt, besonders in der Phase, in der ich einen modernen Freund gesehen hatte. Mir ging es gut, denn so konnten wir noch weiter weg. Ein paar Wochen nachdem Bulbasaur seinen Freund gesehen hatte, lernte ich meinen besten Freund zu erkennen, Floink. Er selbst ging nach Silberdorf. Wir haben uns mit dem Radfahrer getroffen, aber größtenteils war es kurz, weil er ständig etwas anderes tun musste. Ich fand es immer peinlich, dass der kleine Floink es mir erzählte. Was? Floink ist kleinwüchsig und Hydropis Eltern sind Geschwister. Ihr lernt hier viel über die Walross-Edition. Jetzt bin ich verrutscht. Ich habe seine Eltern nie kennengelernt und er wollte kein Wort darüber sagen. Ebenso, woher sie kamen. Man kann fast spüren, dass er einfach nichts davon wusste. Ja, weiß man ja auch als Zuschauer... Zuhörer der Walross Edition 2. Er wusste nichts drüber. Trotzdem habe ich beschlossen, mich deswegen nicht zu ärgern, sondern mich im Gegenteil darüber zu freuen, dass ich nach jedem Jahr das letzte Mal jemanden gesehen habe, den ich akzeptiert habe. Eines Tages erzählte mir Floink, warum er so oft so klein war. Es alles begann an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Er sagte, er würde sich mit einem anderen Freund treffen und schlug vor, wie wir uns kennenlernen könnten. Er sagte, wir sind sehr engagiert und werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Dies schien mir eine großartige Idee zu sein, da wir alle wussten, dass wir keine Freunde mehr haben könnten. Und wir darum baten, uns auf dem großen Berg im Dorf zu treffen. Das Tagesende verging, dann kam die Zeit zurück. Ich würde jemanden neu zuhören und mich vielleicht mit ihm anfreunden. Zumindest war das der Plan, aber wenn du denkst, dass die Freude von dir kommt, fällt sie dir oft ins Gesicht. Das ist wirklich eine Lebensweisheit, merkt sie euch. An diesem Tag lernte ich meinen neuen großen Freund Bulbasaur zu meistern. Floink sah von Zeit zu Zeit fantastisch aus. Och Gott. Warte, was steht da? Floink sah von Zeit zu Zeit fantastisch aus und wir wollten sie beide nicht verletzen. Also putzten wir unsere Zähne zusammen. Kann ich jetzt bitte gehen? Ich will das nicht mehr. Was ist denn das? Nach dem Gefühl, am Himmel zu sein, verabschiedete sich Floink endlich von mir und ich konnte klar mit Bulbasaur sprechen. Er sprach genauer mit mir, aber dieses Mal war er anders als die anderen. Er ärgerte sich beim Reden über mich und war nicht böse. Diesmal sah er sehr real und trotzdem leicht freundlich aus. Okay, Hydropi, ich weiß, dass es für dich in dieser Hinsicht für mich total peinlich war. Aber Floink war eindeutig seine Freude. Wir haben beide eine großartige Zeit zusammen und wir müssen sicherstellen, dass er dies auch weiterhin tut. Farbe oder die nützlichste von ihnen. Also können wir uns zumindest damit zufrieden geben, nicht aufzugeben, sobald Floink in der Nähe ist. Er muss nicht wissen, wie er miteinander umgehen soll. Für Annos das erste Mal wussten wir, dass wir zusammen waren. Was ist das hier? Dieses Versprechen hatte dann noch größere Konsequenzen, als ich dachte. Wir gingen oft mit Floink den Gang entlang und achteten darauf, normal miteinander zu reden. Wir waren nie unsere besten Freunde, zumindest sind wir nicht untergegangen, ohne uns vorher zu erklären. Also, der nächste Satz ist normal. Also verbrachte ich Jahre in Frieden, bis die Dunkelheit hereinbrach. Aber jetzt der Satz, den ich gerade gesehen habe. Unsere Eltern, die jetzt behindert sind, sind alt.
ein paar Tage bevor Günther zu uns kam, ging. Und als die Wahl fiel, nahm ich meinen Platz als neuer Hüter des Regenbogenkristallkraters ein. Alles klar! Aber wenn seine Eltern Geschwistern sind, auch wenn es nicht seine leiblichen Eltern sind, aber dann müsste doch zumindest Bisasam doch eigentlich eher behindert sein und nicht die Eltern. Wir reden über die wichtigen Themen des Lebens. Was ist das? Ich bin zurück ins Dasein gegangen. In meiner Gegenwart hatte ich eine großartige Erfahrung mit meinem Bruder Bulbasaur und den Freunden Nick, Schosma und Latias. Vor mir kam heutzutage ein Wald heraus, der eindeutig ein spiritueller Wald war. Aber es machte mein Interesse etwas kleiner. Was ist das? Was ist heute falsch? Der Kaugummi mit den neuen Reißzähnen ging neben mir her. Was? Ich wollte mich darauf einlassen, aber plötzlich fühlte ich mich ein wenig innerlich. Ich erinnere mich an meinen Job als Dorfwächter. Ohne es zu wollen, begann ich mir selbst zu erklären, dass dies nicht meine Schuld war. Das war ihr Fehler. Ohne sie wäre Darkrai dort, wo es wäre. Das war dein Fehler. Lord Ecke, Latias, Nekrosma und alles. Bulbasaur. Wir sind fertig für heute! Ja! Ich bin relativ sicher, dass das hier die bekiffteste Folge aus beiden Virus-Editionen in Dumm zusammen war bisher. Zumindest für mich. Die ersten Sätze schon. Die gute alte trockene Kumquat-Fahrradanweisung. Ich lese sie gerade nochmal kurz drüber. Genießt meine Soundeffekte. Ja, es ist eindeutig, dass wir ja jetzt wissen, dass Hydropis und Bisasams Eltern Geschwister sind und inzwischen behindert sind. Es ergibt einfach alles keinen Sinn. Ich bin für heute erlöst und freue mich jetzt schon nicht darauf, in 3 Tagen die nächste Folge aufzunehmen. Ja! Lasst ein Abo da, ein Abo stellt ein meiner Gehirnzellen wieder her. Ja, ihr merkt's, ich sag schon, ein Gehirnzellen. Ein Like unterstützt mich auch. Ich kann so schlecht reden, ich glaube, meine Eltern sind auch Geschwister.